Husky-Touren, das war eine ganz, ganz große Sache für mich. So auf so einem Schlitten mal durch meterhohen Schnee und dann mit den Hunden da durch und so weiter. Völlig surreale Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Das war richtig, richtig toll. Das war in Lappland. Nochmal unterhalten und dachten, zum einen teilen wir die mal mit euch und zum anderen wollen wir euch einfach mal die Wichtigkeit einer Bucketliste aufzeigen, denn oftmals ist es halt einfach so, dass wir Menschen irgendwie klar uns Dinge vornehmen, aber dann halt irgendwie doch das Leben wieder ganz anders spielt. Dann kommt wieder das Helfersyndrom in uns hoch und wir helfen lieber anderen, ihre Ziele zu erreichen, als unsere eigenen Bucketlist-Punkte abzuarbeiten oder abzuhaken. Und ich glaube, für ein richtig erfülltes und glückliches Leben braucht man einfach diese Bucketlist, weil es einfach zum einen so unglaublich gut tut, diese Dinge einfach auch abzuhaken, und zum zweiten schreibt man da ja die Dinge drauf, die man wirklich im Leben einfach mal erlebt haben möchte, die man einfach mal erreicht haben möchte. Und da kann alles Mögliche draufstehen, ob es jetzt, und wir haben mal so ein bisschen recherchiert, die wohl so meist, wie soll man sagen, die Punkte, die am meisten auf Bucketlisten geschrieben werden, sind Sachen wie heiraten. Die Nummer 1 ist? Das weiß ich nicht mehr. Schon. Was glaubt ihr denn, was die Nummer 1 ist von Menschen, die etwas auf ihre Bucketlist schreiben? Laut einer Studie, die gemacht worden ist, ich glaube, es war eine Studie, wo ich weiß nicht, wie viele Menschen gefragt worden sind, waren tatsächlich die... Ich weiß das nicht mehr. Na, was glaubt ihr, was es ist? Die? Sag heraus! Die? Die Nordlichter. Ach so, ja genau! Genau. Das, und das war, stand das sogar bei uns auf der Bucketlist drauf tatsächlich. Weil es halt einfach. Nummer 2? Oh Schatz. Haben wir auch schon gemacht. Weiß ich nicht, sag. Skydiving. Yes. Yes. Stand auch immer auf, also ganz besonders auf Nummer meiner persönlichen Bucketlist. Haben wir auch schon gemacht. I don't know. Haben wir auch schon gemacht. Ah, gerne Tattoo. Okay, das stand eigentlich nie bei mir auf der Bucketlist drauf, aber ja. Habe ich aber auch. Ja, Tattoo. Also die ersten drei von den meisten Bucketlists haben wir tatsächlich schon gemacht. Aber ich will eine Sache kurz hinzufügen, bevor du weitermachst. Und zwar, ich glaube, dass einer der schwierigsten Dinge ist, und wir sind ja noch nicht an dem Punkt, aber ich glaube, einer der schwierigsten Dinge ist, irgendwann aufzuwachen und zu realisieren, dass man keine Zeit mehr hat, alle seine Ziele und alle und seine Bucketlist abzuhaken. Das heißt, irgendwann festzustellen, dass du bist jetzt in einem gewissen Alter, dass du zum Beispiel gewisse Dinge einfach nicht mehr machen kannst. Vielleicht findest du das nicht schlimm, vielleicht kannst du das auch mit dir ausmachen, aber in Wahrheit ist es ja wie, dass wenn du irgendwann von diesem Planeten gehen wirst, und wir werden alle irgendwo gehen, dann muss ich ehrlich sagen, dann will ich mir nicht die Frage stellen, was hätte ich gerne gemacht, sondern ich will zu 100% sagen können, boah, das war geil, ich habe den Skydive gemacht, boah, das war geil, ich war in, keine Ahnung, Lappland und habe die Nordlichter gesehen, ey, ich habe mir ein Tattoo gemacht, weil ich habe eine Wette verloren oder was auch immer, scheißegal was, aber leb halt einfach, weil alles, vor allem wir Deutschen leben immer in diesen Normen und Richtlinien und Regeln und alles muss immer genau nach Standards ablaufen und den ganzen Scheißdreck da draußen. Werf mal bitte alle Standards über Bord, die du irgendwie jemals gehört hast oder irgendwie jemals gekannt hast. Und das fängt da an mit deiner Schule, dass dir gesagt wird, dass ein gewisser Rahmen so sein muss, wie er sein muss, und dass die Gesellschaft ihn dir vorgibt, weil ansonsten passt du da ja nicht rein. Wirf das mal komplett über Bord.
Einfach mal hingehen und das aufzuschreiben und das, was du möchtest und nicht das, was die Gesellschaft von dir erwartet, sondern mach dir mal darum Gedanken, was du tief in deinem inneren Herzen einfach machen möchtest. Willst du, keine Ahnung, es gibt Millionen Sachen, die mir einfallen würden, was so auf Bucketlisten draufkommen sollten, aber stell dir wirklich die Frage, was wäre, wenn morgen wirklich dein letzter Tag wäre? Oder nicht nur der letzte Tag, was wäre, wenn man irgendwie krank wird und einfach nicht mehr fit genug ist, um gewisse Dinge zu machen. Also es muss ja nicht mal sein, dass einem die Zeit davon rennt, aber wenn man irgendwie halt einfach körperlich nicht mehr in der Lage dazu ist, aufgrund von irgendwelchen Krankheiten, dann will man sich wahrscheinlich nicht irgendwie damit beschäftigen müssen, dass man gewisse Dinge im Leben einfach nicht gemacht hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das wirklich auf einer Bucketliste oder sei es auf einem Vision Board, so wie wir es jetzt in dem Falle gemacht haben, wirklich festhält. Und das Vision Board ist quasi unsere Bucketliste. Genau. Was steht denn da so drauf? Was ist denn dein Bucketlist, was du noch nicht gemacht hast? Und wir haben wirklich schon viele Sachen gemacht. Ich meine, wir haben knapp 85 Länder bereist, so in den letzten 2-2,5 Jahren. Und da waren viele Sachen schon mit dabei, die wirklich schon atemberaubend waren. Ja. Also wir haben es ja gerade eben gesagt, so Nordlichter, Northern Lights, Skydive Husky haben wir gemacht, Husky-Tour, das war eine ganz, ganz große Sache für mich. Mhm. So auf so einem Schlitten mal durch meterhohen Schnee und dann mit den Hunden da durch und so weiter. Völlig surreale Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Das war richtig, richtig toll. Das war in Lappland. Ja. Unglaublich. Das war einer der tollsten Sachen. Diese Hunde, ich werde es nie vergessen, wenn du stehen bleibst, die flippen aus. Die drehen völlig am Rad. Also, weil die halt einfach rennen wollen. Die wollen einfach sich auspowern, rennen bis zum geht nicht mehr, bis zur brachialen Erschöpfung. Und diese Tiere zu sehen und wie sie dann da loshechten und machen und tun, ach, Wahnsinn. Aber liegt daran, ich bin groß geworden mit Husky. Das ist, also, Shoutout an Mama. Heiraten steht noch drauf, das wurde ja jetzt ein bisschen nach hinten verschoben. Ist das auf deiner Bucketlist? Heiraten? Hey? Ja, das war auch einer der Punkte, die die meisten auf der Bucketliste schreiben. Heiraten und Familie gründen, ist das so ein Bucketlist-Punkt? Ja. Ja. Ich dachte, das ist so ein, ja, stimmt eigentlich. Ich dachte, das ist so ein normal, also ich finde es... Nicht jeder will. Ja, stimmt auch. Nicht jeder will heiraten. Aber was sind so Punkte, wo du sagst, dann würde ich ganz gerne, also mit Delfinen schwimmen, das haben wir schon mal gemacht, aber entweder mit Delfinen oder mit diesen Buckelwalen schwimmen auf Bora oder in Bora Bora. Und das hätten wir eigentlich dieses Jahr gemacht. Buckelwalen? Jetzt tut er so, als wüsste er es einfach nicht. Hä? Mit Buckelwalen? Ich war auf einem Delfin-Trip. Aber warum mit einem Wal jetzt? Weil in Bora Bora genau zu dieser Zeit Buckelwal-Season ist und das weißt du auch, weil wir ja nicht gemeinsam unsere Flitterwochen geplant haben. Oh, dieser Mann macht mich fertig. Naja, auf jeden Fall wurde das ja jetzt dann auch nach hinten verschoben, aber das folgt dann einfach nächstes Jahr. Und was ist noch auf der To-Do? Ich muss jetzt gerade nicht mal überlegen. Wir haben schon wirklich viele Sachen, die wir da vor knapp 2 Jahren draufgeschrieben haben, in diesen 2 Jahren abgehakt, tatsächlich. Ich würde gerne ein Haus bauen. Ich würde gerne ein Haus bauen, irgendwann mit einem Blick über eine Bucht im Grünen und mit Zugang zum Strand. Also muss nicht direkt Strand sein, also muss nicht zwangsläufig, aber also auf einem Hügel, Blick auf das Wasser und eine riesengroße Villa mit eigenem Pool und mit einem so großen Fernseher, dass ich vernünftig FIFA dann 23 spielen kann. Der ist nicht so groß. Das ist, weiß nicht, 84 Zoll oder so. Das ist nicht so groß. Ja, auf jeden Fall waren das jetzt so ein paar unserer Bucketlist-Punkte, aber was wir eigentlich in diesem Video wirklich einfach nur einmal deutlich machen wollten, ist, habe eine Bucketliste, bevor es einfach zu spät wird. Und hab die Bucketlist nicht nur, sondern tick sie off. Tick it off. Das war jetzt Deutsch-Englisch. Deutsch-Englisch. Ich will noch eine Sache hinzufügen. Und zwar die, dass alleine, dass du diese Bucketlist übrigens hast, alleine, dass, also die meisten, erstmal fangen wir da an, die meisten Menschen haben ja sowas gar nicht. Also die meisten Menschen
kriegen es ja nicht mal hin, irgendwie sich überhaupt darüber im Klaren zu sein, was sie überhaupt im Leben wollen. So, wenn du also wirklich dir mal eine Liste machen würdest, tak, 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 von Dingen, die du erreichen musst, und da muss jetzt nicht unbedingt die krassen Sachen draufstehen, die ich jetzt gerade genannt habe oder was Annika gerade gesagt hat. Hey, wenn es einfach nur einmal wandern in wo auch immer ist oder tauchen oder... Es klingelt! Es klingelt, aber es ist nicht so schlimm, wir lassen es einfach drin. Aber Fakt ist, wenn in irgendeiner Art und Weise wirklich wir jemanden haben, der... wenn du sagst, dass du jemanden oder dass du etwas erreichen willst, was einfach normal ist, also die normalen Dinge quasi, alleine, dass du es aufschreibst, bedeutet, dass du dein Unterbewusstsein darauf programmierst, dass du die Dinge erreichen kannst. Es ist unglaublich wichtig, das aufzuschreiben, zu visualisieren und jeden Tag sich die Frage zu stellen, okay, was habe ich heute getan, um meinem Ziel tauchen, wandern im Himalaya, Mount Everest besteigen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Was habe ich heute getan, um diesem Traum einen Schritt näher zu kommen? Und das ist die Frage, die du stellen musst, jeden einzelnen Tag, und dann bist du eigentlich auf ziemlich gutem Kurs. Und, genau, so sieht's aus. Und ich sag dir eins, das ist das größte Glücksgefühl, wenn du dann so ein Bucketlist-Moment hast, weil du einfach weißt, okay, das stand jetzt seit so und so vielen Monaten oder Jahren auf dieser Liste und jetzt ist es endlich soweit und ich erlebe das gerade mit all meinen Sinnen und bin da einfach nur so drin und es ist so unglaublich toll, wirklich. Also kann man nicht alles. Last but not least, schreib uns doch einfach mal, und das ist die kleine Hausaufgabe, hier in die Kommentare die ersten 3, 4, 5 Punkte deiner Bucketlist auf, weil dann können wir, jetzt klingelt es schon wieder, jetzt sind wir an der Tür und jetzt muss Annika jemand reinlassen, aber einfach unten in die Kommentare rein. Ich freue mich drauf und wir freuen uns drauf und dann freue ich mich vor allen Dingen auf den Austausch. Let's go, alles Liebe und wir sehen uns morgen im nächsten Video.